Hallo, liebe Würfel-Mal-Sport-Freunde von Age of Sigmar. Zur zweiten Teil unserer Reihe. Ja, zweiten Teil unserer Mal-Reihe. Mal mit Nils und Manu. Genau. Also das Ganze läuft jetzt gerade so ein bisschen, dass wir natürlich eigentlich immer noch genau gleich aussehen, weil wir das schon hintereinander weg aufnehmen. Richtig, wir machen das nur versetzt. Richtig. Bekommt. Ja. So. Jetzt sag mir mal bitte, im Juni kommen ja die neuen Farben raus, ne? Mhm. Bist du auch gespannt wie ich, wie das wird? Also sie halten es ja ganz schön hoch, muss man ja wirklich sagen. Ja, also wenn man sich die ganzen Videos anguckt, die da kommen, ne, dann wäre das, was wir gerade hier machen, komplett doof. Für die Katze. Ja, weil wir einfach hätten warten sollen, bis diese Farben raus sind. Und dann einfach quasi so einmal mit einem Pinsel drüber und es wäre einfach komplett bunt, so wie wir es wollten. Ich hoffe, das ist wirklich so, weil ich habe jetzt auch ein Video gesehen, wo die wirklich so die ganze Prominenz das mal, die loben die auch in höchsten Tönen. Ich hoffe, es ist ja wirklich so, dass das wirklich mal ein neuer Schritt ist, dass die Einheiten, oder was heißt die Einheiten, dass die Armeen schneller bemalt werden. Ich hoffe jetzt echt, dass auch mal Leute, die nicht so viel Zeit haben, oder die wenig Zeit haben, dass die auch ihre Armeen fertig bemalt bekommen. Und wenn es nur so ein Tabletop-Standard ist. Ja, das reicht ja schon. Auch. Genau, das reicht ja auch schon. Jetzt auch für unsere Kamerafeind quasi. Richtig, ne? Das reicht ja vollkommen. Ja. Aber ich baue auf die Farben. Also gut, ich habe noch ganz viel Slanish und die werde ich jetzt auch ganz normal erstmal weiter bemalen, weil ich glaube, mit den Farben kommt ja schon ein anderes Ergebnis raus als das, was ich mache. Von meinem Armeeschema her. Also, aber ich glaube, Nils, dass die nicht deine Malqualität. Die werden sie eher verschlechtern, bin ich ganz ehrlich. Ja, genau. Ich glaube nicht, dass das. Ja, genau. Aber es ist eine mega Hilfe. Und ich werde darauf umsteigen. Ach. Aber solange ich es noch solange ich jetzt noch Slanish bemale, dann werde ich es auf jeden Fall noch mit den normalen Farben fertig machen, damit es gleich aussieht. Ja. Guck mal, wir hatten noch vorhin einen Grau, wir hatten Ashen Grey gesagt. Ja. Wollen wir lieber Ashen Grey nehmen oder das? Ich finde Ashen Grey cooler. Nehmen wir Ashen Grey. Ist dunkler. Ich mache hier auch gerade dumm. Warum? Weil das hier grau hätte auch noch gemusst. Hast du es auch bei dem anderen gemacht? Nee, bei dem anderen ist das gar nicht so. Ach so? Wo sind das andere? Da. Da, doch, da ist es auch so. Ja, da ist es da. Genau, ja. Also, ja gut, muss ich gleich nochmal, weil hier haben wir es auch gar nicht grau gemacht. Also ich nicht grau gemacht. Ja, das machen wir dann auch in Ruhe. Ja, zu den Farben. Also ich glaube nicht, dass sie dein Bemalstandard sich verbessern wird. Sondern du bist dann einfach schneller. Genau. Und also ich bin langsamer Maler. Aber dafür gut. Danke, du bist aber genauso gut. Okay. Hör auf mich zu loben. Ja. Ich komme damit nicht klar. Ja, also man muss ja auch wirklich sagen, dass viele Leute nicht diese Zeit haben oder genau. Nicht diese Zeit investieren möchten, sagen wir mal so. Ja. Gibt es ja auch welche. Ja. Und das ist schon. Aber ich finde, du bist aber trotzdem schnell. Ich glaube auch, dass du viel malst. Ja, ich male auch viel. Ich komme von der Arbeit heim und wenn ich nichts zu tun habe, setze ich mich halt hin. Ja, so geht es ja. Bei mir meistens auch. Bevor ich da irgendwas Schlechtes im Fernsehen angucke oder sowas, dann setze ich mich lieber hin und male eine Runde. Also ich meine, guck mal, früher, als ich jung war, schon so lange her. Ich habe es ja echt so gemacht. Ja. Da saß ich vom PC und hab gezockt. Richtig. Ja, und jetzt, keine Ahnung, es ist kreativer. Also du guckst schon immer, welche Farben nimmst du, was passt zusammen. Ich finde das schon anspruchsvoller, als da in Tasten zu hauen. Auch wenn das vielleicht auch mega Spaß macht. Und, ja. Ne? Also ich muss ja auch wirklich sagen, mich beruhigt das auch sehr. Ja. Also mich holt das auch manchmal richtig vom ganzen Arbeitsstress oder vom, was weiß ich. Ja, vom Alltag. Genau, vom Alltag einfach runter. Und da weiß ich nicht, ob es dann mit den neuen Farben nicht zu schnell geht. Sagt das wollen manche vielleicht gar nicht hören. Nein, das glaube ich nicht. Ja, also, aber guck mal, du musst dich hier ja schon echt, dann konzentrierst du dich, überlegst dir ganz viel. Bei den neuen Farben, die werden dann schon schneller fertig sein. Ich glaube aber, du willst ja trotzdem deinen Standard behalten. Du wirst manche Sachen, zum Beispiel irgendwelche Massenarmeen, wenn du zum Beispiel 90 Dämonetten anmalen willst,
Da wirst du die Technik anwenden, aber ich glaube nicht, dass du beim Keeper oder beim irgendeinem anderen großen Modell mit den Farben dafür Gas gibst. Das glaube ich nicht. Wobei zum Grundieren, das ist so die erste Farbschichten und du sparst dir so ein Shade teilweise, also nicht das ganze Modell, aber ich kann mir das schon vorstellen auch. Meinst du, die neuen Farben geht mir in den alten Grundierungen? Ich habe da so, die meisten sagen ja. Aber die bringen doch nicht extra so diese neuen Grundierungen, wenn die alten... Meinst du Grundierungen in den Streifarben? Genau, es kommen ja zwei neue raus. Mhm. Einmal so ein Weiß und einmal ein Grau. Ja, ich hab und keine die, Ahnung, die werden ist. Auch als kleine Pöttiche kommen. Echt? Mhm. Stimmt, ja, habe ich gesehen heute. Hast du gesehen? Ja. Weil ich dachte, das wären einfach ganz normale Farben. Nee, das sind die Sprays, aber als klein. Okay. Also falls du dich da mal vermalt hast, dass du es dann nochmal nachmalen kannst. Ja gut, es kann sein, dass da irgendein anderer Untergrund drin ist. Wobei, also ich bin kein Chemiker, ich kenne mich da jetzt nicht mit irgendwelchen Zusammensetzungen von Farben aus. Aber das wäre doch komisch, wenn die dann die alten Sprays, dann sind die auch voll unnütz. Ja, ich glaube, die wirst du trotzdem noch benutzen. Glaube ich auch. Also ich werde es auf jeden Fall einmal probieren, die neuen Farben auch mit den alten Sprays zu nutzen. Genau, ja, also probieren kann man es auf jeden Fall. Ich bin sowieso gespannt, wie es funktioniert. Das ist für mich immer noch klar, auf den Videos sieht es immer gut aus, aber das sind Videos. Ja. Ja, also ich sehe auf den Videos, die sie zeigen, nicht wirklich den kompletten Prozess des Malens. Nein, und siehst du auch nicht. Inwiefern da irgendwo nachbearbeitet ist, oder? Richtig. Ne, das wissen wir erst, wenn wir das Ding selbst in der Hand haben, geschüttelt haben und aufgetragen haben. Das glaube ich auch. Ich werde auf jeden Fall, das habe ich mir trotzdem vorgenommen, auch wenn ich mit neuen Farben dann male, trotzdem noch trockenbürsten. Ich weiß nicht, ich glaube, das gibt nochmal einen richtigen Flash. Am Ende nochmal eine helle Farbe trockenbürsten, das holt nochmal richtig was raus. Ja, und es ist zeitwendig noch möglich. Also ich finde, das ist noch einmal trockenbürsten, ist auch für Leute, die nicht so viel Zeit haben, noch locker möglich. Mhm. Apropos nochmal locker möglich, ich habe hier gerade deine Gold leer gemacht. Das macht nichts, machen wir gleich ein neues. Hier ist ja noch eins. Oder ist das auch leer? Ne, wenn das mit der schwarzen Schrift ist, dann ist das noch. Ja, das mit der schwarzen Schrift. Jo. Ist. Also das Weiße ist leer. Ja, das macht nichts. Okay. Ja, weil, also es geht schon viel Farbe auch hierbei drauf. Das auf jeden Fall. Ist halt aber, wie gesagt, das ist so viel Gelände, das ist echt krass. Da hat sich hier was Schönes einfallen lassen. Ja, aber ich finde. Das habe ich vorhin schon bemängelt. Ich finde die Treppenstufen zu hoch. Ja. Weil ein Zwerg, der 4 Zoll Move hat, der muss schon fast rennen, um da hochzukommen. Ja, vor allem wenn du die komplette Einheit. Also du kannst sie nicht stehen lassen, ne? Du kannst nicht unten welche hinstellen und oben, weil das ist einfach, ist doch mehr als ein Zoll. Ne? Also aber vertikal. Da kannst du 6. Aber vertikal 6 Zoll. Aber dann muss es ja trotzdem 1 Zoll Abstand haben. Und das sind hier mindestens 2 Zoll. Ach so, meinst du, hast du ja, sein. Also klar, er kann 6 Zoll hoch, du hast hier blau an den Fingern. Der typische Malfehler. Ne, also du kannst davor stehen und dann stellst du einen da oben hin. Ich glaube nicht, dass. Also ist es 1 Zoll? Für mich sieht das mehr aus. Dann müssen wir nochmal testen. Ja, auf jeden Fall müssen wir das testen. Also. Aber vom Design muss man wirklich sagen, Wahnsinn. Ja. Also da haben sie sich was Cooles ausgedacht. Wenn du alles zusammenklebst, ist es, glaube ich, richtig ätzend für den Transport. Ja, das haben wir, die Säulen und das alle. Ja, das stimmt, hast du auch. Das wird, glaube ich, nicht möglich sein. Oder zumindest die Brückenplatten. Genau. Dass die. Richtig. Wir haben jetzt auch die Säulen abgelassen. Zur Bemalung ist, glaube ich, einfacher, schätze ich mal. Aber das würde ich bei so vielen großen Modellen einfach empfehlen, dass ihr die nicht komplett zusammenbaut. Ja. Also, ich habe jetzt den Keeper komplett zusammengebaut, bemalt und ich hätte weinen können. Ich kam einfach an die Stellen hinter dem Mantel nicht dran. Würde ich nicht nochmal machen. Ich wollte ihn zusammenbauen, es sieht geil aus, aber ich hätte es nicht tun sollen. Ich hätte den Mantel ablassen sollen, hätte erst den Mantel bemalen sollen, dann den Keeper und dann... Da habe ich aber manchmal Angst, wenn ich das so mache, dass ich mit dem Kleber auch was versaue. Ja, das stimmt allerdings. Das ist immer mein Bedenken, wenn ich das immer so mache. Also meine Taktik ist da. Das ist wahrscheinlich auch wieder irgendwie stümperhaft und da werden Millionen Menschen sagen, warum machst du das so? Es gibt viel bessere Wege. Wenn ich das dann quasi klebe, erstens so wenig Kleber wie möglich und dann kommt es ja trotzdem immer irgendwo raus. Da gehe ich dann einfach nur mit dem Shade drüber. Dann finde ich, ist der Glanz von dem Kleber nicht mehr da. Was ich jetzt auch... Oh.
durch unsere Jungs hier erfahren habe, ich bin ja eigentlich auch noch ziemlich neu in dem Hobby. Ich bin noch nicht so lange dabei. Und das ist Backpulver mit Kleber. Das hält so bombenfest. Das ist für Forge World richtig gut. Kann ich nur empfehlen. Ganz wenig Backpapier in die eine Stelle. Backpulver. Und dann mit Kleber und dann zusammen. Das hält so bombenfest. Echt? Ja, das ist super. Krass. Hätte ich niemals gedacht. Weil ich habe mit Forge World, da kriege ich schon. Wie nennt man das? Die Härchen auf dem Rücken. Sag mal. Auf jeden Fall. Schön, dass du sie auch nicht kriegst. Ja, sag mal. Das ist ein ganz anderes Thema. Ja. Auf jeden Fall, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Härchen am Rücken ist auch ein bisschen ironisch, wenn du das sagst, oder? Wieso denn ironisch? Naja, du hast ja so ein Problem mit so einem Härchen am Rücken. Ja, genau. Ja. Das stimmt. Ja. Nee, Forge World finde ich eklig, zusammenzubauen. Du hast noch nicht den Creator Demon von Forge World zusammengebaut, also von Slanish. Ja? Die scheiß Nieten, guckt euch das Modell bitte an, die scheiß Nieten am Bein. Jede einzeln rausschneiden und jede einzeln aufkleben. Die geben extra schon mehr Nieten mit. Ja, da war so eine ganze Palette an Nieten, weil die einfach die ganze Zeit beim Rausknipsen schon wegspringen. Oh, das ist schade. Also ich habe da bestimmt 20 Nieten verloren. Krass. Ja. Das hat noch gereicht. Ne? Also die haben wirklich prophylaktisch da, glaube ich, mehr reingehauen. Scheibenkleister? Ja, wir sind ein bisschen rangekommen. Ich könnte auch, also ganz ehrlich, so freihändig malen wie du, also nicht freihändig, aber so das Modell in der Luft, finde ich mega schwer. Echt jetzt? Ja, ich habe auch, ich habe das Modell am meistens am Base in der Hand, wenn es ein größeres Base ist, wenn nicht mit dem, mit dem Halterteil, und hab die Hand aber fester auf dem Tisch liegen. Okay. Na, das Halterteil nutzt du auch? Ja. Da bin ich mal gespannt, warum du das nutzt, weil ich mache immer die Base separat. Wie machst du es denn allein? Ich hab die Modelle meistens auf der Base. Oh, okay, dann machst du ein bisschen anders wie ich. Ja, auf jeden Fall. Ja, also ich habe es ja damals von Marcel gelernt und ich weiß noch, wo... Na, da hast du ja den besten Mann ausgesucht, unseren besten Maler. Ja, aber er hat mich halt da eingeführt in das Hobby. Und ich weiß noch, wo wir das erste Mal, was war es denn, die Zinsch-Armee, wo Zinschnell rauskam, saßen wir bei Marcel im Wohnzimmer und ihr habt die angesprüht. Wie verzweifelt du ihn da angeguckt hast, wie er das ansprüht. Das stimmt. Ne? Aber du machst es jetzt nicht zu Hause, oder? Mit dem Brett? Nee, ich mache es auch noch in Schuhkarton. Ich mache es mittlerweile teilweise jetzt auch im Schuhkarton. Aber das hier habe ich fast alles mit Brett, weil das ist viel einfacher. Ja, das wäre auch kaum im Schuhkarton fast reingepasst. Ja. Ja, also ich klebe die auf die Base, mache im Idealfall von vorher Sand aufs Base. Mittlerweile auch nicht mehr. Und sprühe es dann an. So habe ich es gemacht. Ja, also da kann man mal kurz zur Base-Gestaltung, kann man ja wirklich sagen, dass Holzleim, Vogelsand zum Beispiel die günstigste Variante ist. Genau, das habe ich immer gemacht. Habe ich eine Zeit lang auch gemacht. Ist aber vom Zeitmanagement, finde ich, dauert länger wie jetzt zum Beispiel das vom GW. Das ist halt die teure Variante. Mhm. Wenn die Zeit ist, Geld ist halt, ist zwar teurer, aber es geht wesentlich schneller. Ja. Das stimmt. Wobei ich mir auch immer noch nicht schlüssig bin, wie ich es da am besten mache. Ob ich erst dann das Base mache, dann das Modell drauf klebe. So mache ich es halt. Ich mache die Base separat und dann, wenn das Modell fertig ist, klebe ich es einfach wie drauf. Hältst du dann, wie hältst du das Modell die ganze Zeit fest? Mit der Hand? Pur? Ja. Das habe ich aber an meinen Fingern. Ja, gut, mache ich auch. Aber da habe ich immer das Gefühl, ich kratze dabei Farbe ab. Wenn ich das Modell am Modell packe und nicht am Base. Ja. Ja, das kann gut möglich sein. Und das nervt mich komplett. Also wenn ich am Malen bin und ich sehe irgendwo eine Stelle, wo die Farbe fehlt, so wie hier überall schon am Rand, müssen wir auch nochmal gut nacharbeiten. Nein, das machen wir nicht. Das geht der Shale und der Trockenbürsten machen das weg, glaube ich. Also habe ich das Erfahrung, das weiß ich. Da können wir ganz kurz mal drauf zu sprechen. Wir quatschen von einem zum anderen. Ich finde, gesprühte Farbe, Sand wie das, ist super empfindlich. Hätte ich niemals gedacht, dann merkst du jeden Kratzer, ist sofort die Farbe weggeplatzt. Oder finde ich super empfindlich. Ist die Frage, ist das nur bei dem gesprühten Sand wie das?
Ja, also ich finde, nein, allgemein bei Gesprühten. Achso, allgemein bei Gesprühten. Wenn du Farbe aus dem Spray sprühst, finde ich das sehr empfindlich. Vielleicht, weil die einfach feiner aufgetragen ist? Ja, ist auch so. Ja, also hier merkst du schon, wenn du hier am Land ranstreifst, ja genau, am Rand langstreifst, dann sieht man schon sehr oft, dass die Farbe da abplatzt, abgekratzt ist. Aber ja, du hast schon recht, durch Shade und den Dry am Ende, genau, wird das wahrscheinlich besser. Ja. Ich finde, wir kommen sehr gut voran. Mhm. Ja, für die Masse, die es ist. Gut, wir sind zu zweit, ne? Sonst malen wir nicht zu zweit, nee. Das dauert klar länger. Wobei ich schon oft mit Marcel zusammen Speedpainting gemacht habe, das dann auch immer sehr schnell ging. Das kann er. Ja, das kann er wirklich. Das macht er auch gerne. Also Speedpaint. Alle anderen Modelle schickt er zu mir. Das ist ja die Wahrheit, ne? Muss man ja wirklich sagen. Ja. Marcel lässt gerne von dir bemalen, kann man ja wirklich mal sagen. Aber hat sich auch einen guten Mann ausgesucht, ne? Da sind wir wieder bei dem Thema, ja, der weiß auch, wo es Sinn gibt. Ja, aber ich meine, zu dir sind jetzt auch schon einige gekommen. Ja, ich habe jetzt auch wieder eins fliegen. Was war das denn hier? Die scheiß eine Fliege gerade, hat sie in die Farbe gesetzt. Super, hatten wir auch noch nicht. Ja. Ich habe jetzt gerade für ihn gestern... Für Panik, meinst du? Nee, für Marcel. Habe ich jetzt eine Figur seit langem mal wieder einen angemalt. Was? Der geht mir fremd. Ja, weißt du warum? Weil du keine Zeit mehr hast. Jetzt gibt der es in mir. Was hat er dir denn gegeben? Epidemius. Ja. Also ich habe zu Marcel wirklich gesagt, ich habe jetzt Aufnahmestopp. Weil ich komme nicht hinterher. Ich habe Slanisch da stehen, ich habe von Marcel noch 1000 Goblins gefühlt da stehen, von seinem Beastman. Ich weiß nicht, wie Beastman! Lange, ja, Beastman! Ich weiß nicht, wie lange es da die Anti-Space jetzt schon gibt, aber da hat er... Ach, die stehen auch bei dir. Ja, nur einer? Ja, doch nur einer. Nur der große, fette... Der Stier. Ja, genau, Stier. Aber das Horn ist auch nicht schlecht. Verstehe ich gar nicht, warum das nicht auch... Weiß nicht, ob ich das nicht auch daheim habe. Habe ja erst die Skaven-Spells angemalt. Zwei Stück. Alter, hast du schon mal gegen die gespielt? Ja, gegen die. Gegen diese die Blitze. Blitze. Ach, mega. Du Schande. Alter. Was die rausknüppeln, ne? Also Wahnsinn. Aber Slanisch ist da ja auch nicht schlechter. Ja. Ne? Aber ich finde, die kosten 100 Punkte, die sind es aber auch wert. Also die knüppeln mal ganz schnell so um 5 Leben hält, hauen die mal rucki zucki weg, ne? Ja. Also ich habe das zusammen damals mit Phil. Ja, ich habe auch Phil? Mit Phil. Hallo Phil. Mit Phil hier gespielt, gegen ich Marcel. Auch. Und ja, in der ersten Runde haben wir halt irgendwie Marcells Schamanen damit weggeknipst oder so. Und halt noch irgendwie, ich weiß gar nicht, was wir alles, also es hat... Ja, die ganzen fünf Lebenhelden, die haben es nicht leicht gegen den. Ja, das macht ja mehrmals Schaden auch, ne? Das war schon echt heftig. Ja. Was sagst du zum kommenden Release Sylvaneth? Was meinst du, wird sich da viel verändern? Ja. Meinst du, die Baumechanik wird sich ändern? Ich finde die neuen Wälder schon sehr seltsam, muss ich ganz ehrlich sagen. Findest du sie gut oder schlecht? Ich finde sie zum Beispiel gut. Echt? Ich finde sie überhaupt nicht schön. Warum? Vorher hattest du da so eine feste Fläche, jetzt stehen die irgendwie nur so eine halbe Meter hin. Kann ich dir sagen, warum die das machen? Weil es vorher ziemlich viel Theater gab mit den Citadel Woods. Wer da rein, zum Beispiel ein Mammut, was nicht fliegen kann, kann nicht da durchlaufen, ne? Weil es nicht dadurch diese Baumstämme kommt. Jetzt stellt man das so positioniert auf, sodass auch große Einheiten da durch können. Okay. Schätze ich mal. Deswegen finde ich die neuen ganz gut. Ja, aber ich finde sie optisch, haben sie mir jetzt noch nicht so zugesagt. Echt nicht? Nee. Aber ich muss es mal sehen, halt wenn es von dir angemalt vor mir steht. Ich glaube, nein, da muss ich sagen, ich werde mir auch erstmal keine kaufen, weil... Der Robby hat groß gestern gesagt, er will sich darum kümmern. Hallo Robert. Wir müssen jeden Namen, den wir sagen, auch begrüßen. Ja, der will sich da groß kümmern um die Wälder, dann finde ich super. Dann kann ich mal mich ein bisschen zurückhalten. Ja, aber schade ist dann die alten Wälder. Also, ja, die werden wir ja für Turniere trotzdem nutzen. Ja, aber guck mal, wie viele Menschen es gibt, die da ja wirklich bestimmt 6, 7, 9 Wälder, genau. 9 Platten. Hallo Manu. Ja. Ne, daheim rumstehen und die sind jetzt einfach nutzlos dafür. Ja, für die, aber es ist nicht komplett nutzlos. Ja, natürlich, du kannst noch das Gelände benutzen. Es gibt ja noch nicht mal, ich habe ja sogar teilweise die Bäume selber bemalt, das würde ich jetzt nie wieder machen. Mhm. Die sind durch den Transport so viele Blätter abgebrochen. Deswegen, also ich habe nur 2 Platten bemalt, 3 habe ich daheim. Ich habe die Bäume erst gar nicht gebaut. Das haben viele nicht.
Manche haben wenigstens noch die Baumstumpfteile eingemacht, aber das haben auch am Ende gar keiner mehr gemacht, sondern ja, nur noch die Platten. Weil du hast sie eh mal weggenommen, weil irgendein Modell kam, das mit seinen Händen, Füßen drüber geguckt hat. Ja, ich muss das trinken, vergessen wir das. Ja, trink mal. Bei so vielen Reden. Schon das machen wir Ash and Grey, ne? Das haben wir mit. Ja, ist schon Sonnenuntergang, wir dürfen trinken. Asmir. Hi Asmir. Nochmal mega Dank für deine Küchenarbeit. Alter, trotz Ramadan. Unser Kartoffelschnippler ist da. Ja, trotz Ramadan, ne? Also ja, ja, der gibt immer voll. Jeder trinkt und isst vor ihm und der Arme steht in der Küche, verkauft das die ganze Zeit. Wahnsinn. Wie weit bist du mit deinem Teil? Fertig? Jo. Wollen wir tauschen? Ich tausche gerne mit dir. Machst du Gold aus? Nee, wir wollten es doch erst shaden. Schon wieder, das haben wir da eben auch von. Das Blaue. Ja, aber lass uns das Blaue jetzt wirklich erst shaden, bevor wir... Weil da wollen wir ein komplett anderes Shade machen und dann malst du hier als um den... Ach, stimmt ja, aber das hast du ja bei dem einen auch gemacht. Genau, das habe ich ja bei dem einen falsch gemacht, deswegen steht das jetzt da drüben. Ach so. Na gut, dann lass ich das nochmal durchgehen. Ja, also ich würde jetzt fast sagen, wenn wir mit Blau fertig sind, müssen wir erstmal Blau shaden. Wir sind mit Blau fertig. Hier kann ich höchstens schon mal den Goldrand machen. Alter, hast du den Rand gemalt? Hm? Geiler Typ. Ja, mach das nochmal. Ja, und du fängst schon mal mit shaden, oder? Ich, was shade ich? Auf 0,0 oder was? Nee, hier. Ja, nur neu. Ne, da hatten wir doch gesagt... Grün. Cool, ja. Ja. Okay. Hast du es dabei? Klar. Nicht, dass wir den großen Schrank haben. Nee. Gut. Danach Gold und dann... Oh, das war richtig gut. Das sieht gut aus. Hier machst du auch noch... Du bist ja eh der Goldmann, ne? Gold. Ich bin der Goldmann, ja. Hier, das kann man eigentlich auch schon schäden, ne? Ja, das können wir auch schäden. Was, wo muss denn noch Gold? Na, das alles. Aber das muss erstmal geschädet werden. Ich hab nichts gesagt. 5 Minuten haben wir noch zum zweiten Teil. Ja, geil. Dann ist jetzt die Zeit geht mega schnell rum, ne? Alter, das ist super schnell. Super schnell. Ja, es machen wir das. Das ist eigentlich schlecht für uns, ne? Also wäre das ziemlich langsam, sowas? Ja, weil es ist echt noch viel. Richtig, wir machen eine Vierer-Serie, also 2 Teile kommen noch. Und dann ist es rum. Ja, dann habt ihr 2 Stunden mit uns gemalt. Richtig. 2 Stunden mit uns gemalt, gechillt, Chill-Out-Area. Und dann am Ende werden wir die Bilder bestimmt bei Facebook und Instagram zeigen, wie es dann fertig aussieht. Ja. Aber Nils hat ja gesagt, er will ja nochmal alles in Stein malen. Genau. Ehrlich jetzt? Wollen wir das wirklich machen? Mit Feuereffekten oder sowas? Nein. Wie geil wäre das denn? Ich habe schon mal überlegt. Dann habe ich mich mit Robert jetzt hier so die ganzen, vor kurzem unterhalten. Die ganzen Runen irgendwie so leuchtend hier außen rum. Ja, wir haben schon mal unterhalten, dass wir jetzt langsam Gelände, wir sollten eigentlich Gelände malen nach unseren Matten, die wir haben. Und nicht Gelände malen und dazu die Matte. Ich habe eine Lava-Matte. Richtig, also Lava-Gelände fehlt uns ja wirklich noch. Wir haben 2 Lava-Matten, ne? Was haben wir? Eine und wir haben noch irgendeine. Nee. Doch. Ja. Nee, wir hatten am Turnier stand auch eine. Beim 40k-Turnier, der erste Tisch, wo das wir da. Das war nicht meine. Und das ist bei mir daheim. Ehrlich jetzt? Das war nicht meine. Und haben die den Laden die gekauft hier? Kann sein. Das weiß ich nicht. Du bist der Laden. Ja, ich war nicht dabei, wo die ja. Da bestellt hatten. Was ist denn das hier für eine schlimmhafte Arbeit eigentlich? Was? Hier. Auf beiden Seiten hast du es vergessen. Echt jetzt? Ich hab's nicht abgekratzt. Ja, also das waren nicht meine Matte, das war eine Lavamatte. Kann sein. Also, ich weiß gar nicht, wie die gehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht Raul? Hallo Raul! Nein, ich glaube nicht. Raul hat diese doppelseitige. Ach so. Entweder haben sie die gekauft bei GameMat. Hallo GameMat. Ja, hallo GameMat. So, jetzt hört euch den nächsten an. Paddy hat ja, glaube ich, die gekauft mit Robert. Hallo Paddy? Ja, aber genau. Paddy hatten wir schon mal erwähnt, oder? Echt? Hatten wir noch nicht. Okay. Oh, hier fehlt auch noch das Schwarz, das muss ich noch machen. Ja, mach doch erstmal das Shade mit dem Blau, dann können wir weitermachen. Cool, ja. Ganz wichtig, Shades immer gut schütteln, sonst hast du ganz schnell auch ein Gloss. Genau. To be continue. Wollt ihr sehen, wie Manu shadet? To be continue. Fortsetzung folgt. Jo, ist eine ganz gute Idee. Machen wir mal einen Cut. Ich hoffe, es hat euch gefallen, 2. Teil. Und bis zum 3.